Interview und Analyse zum 9. Rennen. Cara Ciappetti, noch nicht ganz so angekommen wie in Italien. Man muss aber auch sagen, sind natürlich andere Rennen, sie hat dreijährig viel gewonnen, muss jetzt vierjährig gegen doch schon erfahrene, starke Pferde laufen. Man gewinnt in Italien relativ schnell viel Geld, das ist das Positive. Negative ist dann, wenn man eben gegen Pferde in Österreich startet, die ja doch dann deutlich mehr Starts am Buckel haben. Siehst du das genauso? Ja, schon, ja, weil in Italien laufen natürlich dreijährig und vierjährig nur die alle aus demselben Alter plus Gewinnsumme gleichzeitig in die Rennen. Und hier läuft man schon gegen alte Pferde, die schon viele Schlachten geworfen haben. Ist natürlich schwer, sowas. Was ist die Erwartungshaltung in so einem Rennen? Es ist Bänderstartsbewerb. Was denkt ihr, ist hier möglich? Ich denke mal, Red Light CD, der ist nicht zu schlagen. Und dahinter sehe ich uns schon. Vorletzte Tagesprüfung, Sanssouci-Rennen mit zwei Teilnehmerinnen. Golden Times und Lady Lucy. Du steuerst Lady Lucy. Rennen wurde zusammengelegt. Muss man froh sein, dass es stattfindet, aber natürlich klassemäßig, auch wenn sie 20 Meter vorgeben, die haben natürlich schon andere Gegner gesehen, aber Lady Lucy, die kommt immer besser in Schwung. Glaubst du, kannst du die Pferde von hinten kommen sigieren? Sigieren will ich sie nicht, aber vielleicht kann ich sie auf Distanz halten und ja, das kann durchaus möglich sein. Ja. Studie ist gut drauf, wie du richtig sagst, und letzten Start 15 gelaufen und ja, das dahinter sind zwar sehr gute Pferde, aber von unschlagbar sind sie auch weit weg. Und Golden Times ist ein Pferd, eines jener, mit dem die Conny eigentlich fast besser zurechtkommt als du. Ja, das ist durchaus richtig. Das ist ein Pferd, die mit der Conny, wie du sagst, sehr gut läuft und auch kein Problem im Bänderstart hat und ja, wenn sie ihnen mitläuft und wenn sie dann eine richtige Passage kriegt, kann die durchaus auch prominent werden. Die hat schon gezeigt, was sie kann.